Hey Leute, hier wieder die neue Workout-Beschreibung. Zum Warm-up haben wir 60 Sekunden Intervalle mit 15 Sekunden Pause. Einmal Jumping Jacks, ganz normal, dann Dead Bugs, immer rechts, links im Wechsel. Single Leg Glute Bridges, 30 Sekunden pro Seite. Und zum Schluss ganz normale Inchworms ohne Push-Up. Dann im Mobility Part haben wir wieder zwei Übungen, Chest Stretch pro Seite 60 Sekunden. Und den Hamstring Stretch pro Seite 60 Sekunden. Dann zum Workout. Part 1 sind 5 Sätze, 5 Broad Jumps. Dazwischen, also wenn ihr 5 Broad Jumps habt, macht ihr Pause, so viel ihr braucht. Dann geht es weiter mit 2 Sätzen, 4 Single Leg Step Up Jumps pro Bein. Danach auch wieder Pause, solange ihr braucht, ja, also keine Zeitvorgabe. Dann geht es weiter mit einem 12 Minuten Armwrap, 6 Spider-Man Push-Ups. Nehmt euch dafür ein Handtuch unter die Füße. Ja, ihr seht es im Video, wie das Ganze funktioniert. Dann 12 Towel Glute Bridges. Seht ihr auch im Video. Dafür eben braucht ihr das Handtuch genauso. Und 24 Mountain Climber. Dann Part 3 des Workouts heute sind zum Schluss noch 5 Sätze. 12 Sekunden Tuck-Ups, quasi Max Effort, so viele Tuck-Ups wie ihr könnt. Dann 48 Sekunden Hollow Position halten. Wird richtig mies für den Bauch. Dann 30 Sekunden zwischen jeder Runde habt ihr Rest. Und dann geht es wieder von vorne los. Cooldown haben wir 3 Übungen, 2 Minuten pro Übung. Einmal die Cobra für den Bauch. Dann Calf Stretch 2 Minuten pro Seite und Calf Stretch wie immer auch 2 Minuten pro Seite. Das war's für heute. Relativ viel auf dem Programm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Bisschen Muskelkater. Verlinkt uns auf Insta, also CrossFit und Hashtag Samo hat kein Insta natürlich. Ciao, ciao.